Es ist schon wieder ein Monat um und wir besprechen heute die Takedowns vom September von du Trottel, von Merch bei Amazon. Und am Ende der Folge werden wir uns auch kurz einem Account widmen, der vor kurzem geschlossen wurde. Und da haben wir ein paar T-Shirts, die derjenige online hatte. Er hat es ein bisschen übertrieben. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt's dran. So, grüß euch und hallo zur Takedown-Show vom September oder für den September. Wir gehen, grüß dich, Tobias, zuerst mal. Servus. So, wir werden heute wieder mittels des Merch-Ninjas durch die Takedowns im September durchgehen und werden euch so unsere persönlichen Highlights präsentieren. Und vielleicht lernt ihr auch etwas dabei, was man nicht machen sollte oder wo man vielleicht ein wenig vorsichtiger sein sollte. Also wenn ihr dann ähnliche Sachen online habt, macht sie besser runter. Vor allem jetzt im Q4 wäre es natürlich sehr schade, wenn man den Account verliert, so kurz vor dem Ziel quasi. Jo, dann gehen wir gleich mal rein. Tobias, du erklärst uns mal wieder was. Ja, ich gehe mal wieder rein in den Merch Ninja, in den guten Merch Ninja. Heute haben wir uns nur deutsche Designs rausgesucht, also vom deutschen Marktplatz, meine ich. Hier habe ich oben auf Deutschland eingegrenzt, sage ihm, ich möchte T-Shirts anzeigen und dann gehe ich hier die Remove Designs suchen, die ich schönerweise unter Trends finde. Hier unten habe ich Remove Designs. Und jetzt werden mir sämtliche Designs angezeigt, die in letzter Zeit removed wurden. Und ich habe es jetzt eingeschränkt auf nur den September, ja, weil wir halt jetzt diesen September uns anschauen wollen. Hier kann man dann noch die offiziellen Brands rauslöschen und mittels Apply kann man den Filter setzen. Und jetzt haben wir hier einen riesen Haufen an Designs. Ich muss echt sagen, dieses Monat war es eigentlich besonders viel, deutlich mehr als die letzten Monate. Und war viel einfacher, da gute Beispiele rauszusuchen. Ich weiß irgendwie, die letzten ein, zwei Male war das gar nicht so leicht, dass man da viele findet. Und heute haben wir extrem viele gefunden und hätten wahrscheinlich noch einmal doppelt so viele raussuchen können, wenn wir denn wollen hätten. Und deswegen haben wir auch jetzt nur deutsche Designs genommen. Wenn ihr die .com sehen wollt, schaut euch selber mal den Merch Ninja an, zum Beispiel. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Hörst du mich noch, oder? Ja, sicher. Wir starten gleich einmal rein. Wir haben uns da jetzt ausgesucht, was ein sehr schönes Beispiel. C64 Computer kennen wir ein paar vielleicht von uns noch. Die Alten unter uns kennen das vielleicht noch. Hast du mal gespielt auf dem C64? Ja, ich glaube, das war auch von mir wahrscheinlich eh der allererste Computer, mit dem ich irgendwas zu tun gehabt habe. Mit Und dem Kassettenlaufwerk. C64 weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich noch ein Problem ist, aber hier haben wir in dem Design halt auch noch PlayStation drinnen, noch dazu in der, glaube ich, Original-PlayStation-Schrift von der ersten PlayStation zumindest. Also ja. Deswegen schätze ich mal, da sind auch so zwei, drei Designs mit dem C64 rausgeflogen. Ich würde mal sagen, Naja, man muss ja dazu ja. sagen, oder die Marke dazu, also ja, der Commodore Commodore, drin und C64 drinnen stehen. Ja, vielleicht hat irgendjemand wieder die Rechte noch daran haben. Ja? genau. Und dann wird vielleicht einmal durchmarschiert worden sein oder irgendjemand Ja, hat es oder er hat gemeldet. halt einfach Angst bekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Commodore da jetzt noch irgendwie sich drum kümmern würde, aber es ist halt einfach ein bisschen zu gefährlich. Wir gehen weiter. Ja, hier L'Oreal. Jetzt weiß ich gar nicht, ob, jetzt, wenn ich es jetzt sehe mit einem Ja, Copyright-Zeichen dabei. das wird wahrscheinlich so wieder der Fall sein, dass das wahrscheinlich eh ein offizielles Shirt war. Ja. Und dass die halt einfach das rausgenommen haben. Also ja, das ist wahrscheinlich doch ein schlechtes Beispiel, aber prinzipiell, wir können dazu sagen, dass man eben natürlich nicht irgendwelche L'Oreal-Designs hochladen darf und auch nicht jetzt vielleicht nachzeichnen oder so, dass es eindeutig erkennbar ist. Ja. Ja, Dass so viel aber ich ist. vermute mal, dass das Original war. Genau. Ja, Wir gehen weiter. momentan geht ja auf diversen Streaming-Diversen, gut gesagt, auf Twitch und auf YouTube geht halt das Spiel Among Us durch die Decke. Und ja, natürlich gibt es dann wieder ein paar Leute, die da auf den Zug aufspringen wollen und schnell Sales generieren wollen.
Ja, und da haben wir einige gefunden, die dann halt rausgeflogen sind. Das ist halt immer schwierig. Mittlerweile gibt es halt doch viele Marken, die halt über Merch auch reingehen und dann im ersten Moment weiß man halt nicht, ist das von denen Originalentwicklern oder so reingestellt worden, aber in dem Fall glaube ich das auch nicht. Obwohl da wieder steht Original Gift for Fans. Ja, und das wird jemand aus Amerika probiert haben, weil wenn es ein Deutscher gewesen wäre, hätte das zumindest auf Deutsch reingeschrieben. Stimmt, ja, Ja. aber es sind auch wieder einige davon rausgeflogen. Ja, und ich habe auch schon so Leute gesehen, die fragen in den Gruppen: naja, kann ich halt dieses Maxl da einfach nachzeichnen und so? Das ist so leicht zu zeichnen und dann ist das ja von mir selber quasi erstellt und dann kann ich es vielleicht so ein T-Shirt-Design hochladen. Das ist aber ziemlich egal, wenn es eindeutig erkennbar ist, dass du dich auf dieses Spiel beziehst. Dann kannst du es halt nicht machen, ja. Und dann Among Us ist einfach der Titel des Spiels und dadurch finden sie sich dich dann und dann früher oder später fliegst du raus. Ja, wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob das offiziell ein Takedown war bei diesem Beispiel, aber es ist auf jeden Fall Aber ich gelöscht. glaube mal nicht, weil wenn es dann nämlich den zweiten Bullet Point ansiehst, dann ist das ein Keyword Stuffing vom Feinsten und ich kann mir nicht vorstellen, Ja. dass wenn jemand das Original reinstellt, dass er das dann macht. Ja. Nein, nein, aber eben, wir wissen auch nicht, ob es jetzt gelöscht wurde von dem User vielleicht selbst, weil er halt dann doch dazugelernt hat oder auch Oder weil nicht. er Ich rausgeflogen würde es auf jeden Fall nicht hochladen, ne? ist. Ja. Zu eindeutig der Bezug zu dem Spiel. Und hier Ja. dasselbe, ja, wir haben hier jetzt eine Parodie auf das NBA-Logo mit einem Footballspieler. Ja, zu Na, das gefährlich, ist oder? dieser Footballspieler oder? Ja, oh ja, jetzt, ich würde schon sagen, ja. Ja, Pick okay. Six, keine Ahnung, was das wieder gemeint ist. Oh ja, da Ja. Football-Fans, ja. Okay. Ja, das ist halt schon, glaube ich, immer gewesen, dass man dieses rot-weiß-blaue Logo in irgendeiner Form, dass man das abwandelt. Aber ja, sollte man halt nicht machen. Ich glaube, ich habe da auch vor 10 Jahren oder so, habe ich meine ersten paar Spreadshirt-Dinge, habe ich da auch solche Sachen hochgeladen. Ja. Aber jetzt würde ich das auch nicht mehr machen Ja, und aber vor allem nicht auf Merch, ja. Dort würde ich es nicht machen. damals hat uns halt das auch keiner gesagt. Ja. Aber ich habe Für das sind natürlich wir ja da, nur für euch. ja. Naja, so lernen wir dazu. Wir gehen weiter. Ja, wir haben es wieder mal reingenommen, obwohl wir es, glaube ich, schon ein paar Mal drinnen gehabt haben. Na, also die Leute probieren es immer wieder. Ja, das ist halt, ich weiß, es gibt eine Möglichkeit, eventuell NASA-Sachen hochzuladen, aber ich weiß nicht, ich habe es einmal auch versucht mit einem Logo von mir, ob ich da die Erlaubnis von der NASA bekomme. Ich habe denen geschrieben, aber ich habe dann auch eine Absage bekommen. Also ich glaube kaum, dass man das einfach bekommt. Ja. Aber du hast immerhin eine Absage bekommen, ja, und das muss man halt Ja. dazu sagen. Ja. Es gibt wahrscheinlich einige dieser T-Shirts, die da online sind, die haben auch durchaus die Berechtigung, ja, weil die haben halt dann die Lizenz dafür. Ja. Ja. Deswegen, man darf sich nicht danach richten, naja, aber es gibt es bei Merch ja diese T-Shirts, deswegen kann das kein Problem sein, die hochzuladen, ja, weil es gibt halt Leute, die die Lizenz haben und die dürfen das dann auch hochladen. Ja. Ja, und hier hat es mal wieder jemand mit Fußball probiert. Also Leute, lasst die Finger vom Fußball, vor allem vom deutschen Fußball. Da wird sehr gern abgemahnt. Und ja, es hat halt jemand gleich im Vorfeld, vermute ich jetzt mal, das hochgeladen und gehofft, ich weiß jetzt gar nicht, ob Bayern Trippelsieger 2020, juckt mich nicht, aber ja, macht sowas nicht, auch wenn jetzt wahrscheinlich nirgendwo Bayern München oder so steht, aber es ist jetzt eindeutig, ja, Ja. Teile vom Logo rausgenommen und nein, das geht nicht. Und seid froh, wenn es dann nur den Merch-Account verloren habt oder nur das Design gelöscht worden ist. Weil ich schätze mal, eine Abmahnung wird sehr teuer. Ja. Ja, hier Selbe etwas, hier. was wir, glaube ich, letztes Jahr schon gehabt haben. Also ein Sammelsurium an Bösewichten oder an Horrorgestalten aus der Filmwelt. Ja, das ist, macht's das einfach nicht. Das wird jetzt halt irgendjemand. Ich glaube, die Leute hoffen da immer. Ich vermute mal auch, dass keine Deutschen oder Leute sind, die es ernst meinen mit Merch, sondern die einfach sagen, okay, den einen Merch-Account, da probiere ich es jetzt und wenn es einen Monat durchgeht, habe ich gewonnen und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ja.
Das kann einfach, ja, das hat keine Zukunft. Natürlich kann man da schnell, schön viele Sales generieren, aber dann darf einem der Account wirklich nicht viel wert sein. Und ich vermute mal, dass das mit Werbung bespielt worden ist, weil er hat ja nichts Großartiges drinnen stehen. Ja, also nur Titel und Brand und da nicht wirklich was, wo man sagt, okay, das könnte sofort durch die Decke gehen, sondern das würde jemand auf Merch gestellt haben, Werbung geschaltet haben und gehofft, dass das halt schnell erledigt ist. Ja. Ja, hat er ja einen guten Rank gehabt und so, aber ja, dafür könnte der Account schon wieder weg sein. Oder er hat es dann wieder selber gelöscht. Das weiß man ja nie. Ja, hier gleich in doppelter Hinsicht blöd. Get On My Level ist von dem YouTuber bzw. Streamer Montana Black der Spruch halt, ja, oder seine Marke eigentlich, weil die heißt so Get On My Level. Mhm. Und dann noch im Hintergrund quasi die Gucci nachgemacht. Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Gefährlich. Keine Ahnung, ob derjenige, also ich vermute ganz ehrlich, dass in diesem Monat es hat jemanden erwischt, der rausgeflogen ist und ja, da sind halt jetzt einige von demjenigen dabei, weil es sind schon teilweise richtig, richtig arge Sachen drinnen. So, dann mache ich das jetzt. Ja, schon. Ja. Davon hat es, glaube ich, 20 oder 30 Versionen gegeben, die gelöscht wurden dieses Monat. Alle genau dasselbe Stil, also keine Ahnung, ob das einer dasselbe hochgeladen hat oder nicht. Und ich habe jetzt vorher nachgeschaut, das ist einfach eine eingetragene Marke, die auch live ist. Es gibt sogar zwei Marken, die irgendwie eingetragen sind und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass derjenige halt jetzt einmal durchgegriffen hat und das löschen hat lassen. Und das ist eine nette Idee und man glaubt natürlich nicht, dass sowas eingetragen sein kann als Marke und dann macht man das schneller mal nach, weil man sieht ja, dass es sich gut verkauft, ja, guter Bestseller-Rank. Wie gesagt, da gibt es 20 davon, die alle gleich ausschauen, na, dann lade ich das halt auch hoch. Ja. Das ist halt leider diese Strategie von vielen und dann fliegen sie halt auch schneller mal raus, weil das hat nichts, heißt nicht, dass man das darf. Und deswegen gönne ich es denjenigen auch, weil das wirklich so traurig ist, dass sie das wirklich alle 1:1 nachgebaut haben. Oder nicht 1:1, aber halt nahezu. Und das ist zu halt 95%. Genau. Ja, Berlin lebt ist ein Album von dem deutschen Rapper Capital Bra. Und ja, vermutlich wird auch, es steht zwar nirgendwo drinnen, aber es wird auf das, denke ich mir mal, abgezogen worden sein. Und also, na, wie sagt man? Abgezielt haben? Abgezielt haben, ja. Der Deutschkurs sollte man vielleicht eine Deutsch-Take-Down schon machen. Und ja, und der man wird halt wahrscheinlich da sehr oft dann mit angezeigt, wenn sich jemand das Album oder so kauft und dann hat man da natürlich gute Sales, ja. Aber dumm, meines Erachtens, wenn man das macht. Ja. Ja, aber es war lange online und hat sich halt dann auch jetzt auch nicht so super toll verkauft. Am Schluss hat es auch noch immer einen hohen Dings gehabt, also einen hohen BSR. Ja. Also selbst wenn sich's verkauft hat und das jetzt im Nachhinein runtergenommen wurde, hat sich's halt leider dann auch nicht ausgezahlt für ihn. Ja. So, eins haben wir noch. Das kannst du mir erklären. RBG, Ruth Bader Ginsburg, haben wir, glaube ich, in der letzten Episode des Podcasts oder so drüber geredet. Ja, das ist einfach tragisch. Oder wie heißt diese Guideline? Human Tragedy. Yeah. Sie ist gestorben und das ist extrem abgegangen und war, glaube ich, Nummer 1 aller Merch-Shirts ein paar Tage oder immer noch extrem abgegangen. Und jetzt sind halt auch schon die ersten Takedowns passiert. Wie gesagt, wir wissen es nicht, ob es wirklich gelöscht wurde oder ob den Leuten das einfach zu, ob sie Angst bekommen haben und sie es dann selber gelöscht haben. Aber da eben auch viele davon sind runtergenommen worden. Ich würde es nicht angreifen. Mir wäre das viel, das ist einfach Copyright. Ja, sie ist gerade, erstens einmal ist sie gerade gestorben. Das ist Copyright von ihres Gesichts und so. Das existiert einfach noch. Noch dazu hast Notorious RBG. Das ist wieder auf den B.I.G. angespielt. Und ja, da kommt viel zu viel zusammen, da ist der Account dann vielleicht auch schneller mal weg. Und jetzt wollen wir uns noch einen, eben weil das auf Reddit ein Posting gegeben hat, von einem User, dessen Account geschlossen wurde,
der hat das gepostet. Er hat sich immer nahe an den Grenzen quasi zu diesen, zu den Guidelines quasi aufgehalten, hat ausprobiert, hat dadurch sehr gut verkauft, aber ja, dann war der Account weg und jetzt ärgert er sich und er hat quasi seine Warnung gepostet, dass man das doch ernst nehmen soll, diese Content Policies. Und da hat er dann dieses Beispiel gepostet und Shirts, die er online gehabt hat, ja. Und wenn ich so mir das anschaue, beim ersten weiß ich nicht wirklich, was das ist, aber das ist, glaube ich, eine Anspielung auf irgendeine Supermarktkette oder auf eine Fastfood-Kette. Ja, das zweite ist das MTV, ein MTV-Logo. Ja. K-Pop ist vermutlich, weiß ich nicht, irgendein Musiksender oder so. Na, K-Pop ist eine Musikrichtung, aber das Logo ist, glaube ich, auch irgendeine Marke. Es kommt einem bekannt vor, es ist eindeutig eine Parodie eines Logos. Ja. Game of Thrones wieder mal, das haben wir ja immer gern, das ist überhaupt das eins der gefährlichsten, glaube ich, sich mit denen anzulegen. Ich glaube auch, dass das ihm das Genick gebrochen hat. Kann gut sein. Man weiß jetzt nicht, wie gesagt, was er drin gehabt hat für Keywords und so, aber... Das kommt ja auch noch dazu. Das Bild kann ja oft jahrelang online sein. Ja, wenn du im Text selber nichts Verwerfliches drin, also nichts drinnen hast, was man dir ankreiden kann, dann wird das wahrscheinlich auch nie auffallen. Aber dann wirst du natürlich auch eher weniger gefunden. Ja? Mhm. Aber dann ist es halt auch das Problem, dann hat er irgendwann einmal einen Seller und dann geht irgendein Shirt in den manuellen Review. Die schauen sich dann an, was hat denn der dann noch so in seinem Account drinnen? Und wenn die dann halt diese 5 Beispiele sehen, dann denkt sich Amazon schnell einmal den Account. Dann stellt sie ihnen zuerst einmal die Haare auf und dann sagen sie, okay, bei dem wissen wir, wo die Reise hingeht. Mhm. Und den schalten wir gleich aus. Ja. Und beim letzten T-Shirt haben wir Party on Venice von dem Film, den du sicher auch kennst, Wayne's World. Die Älteren unter uns kennen den. Ja, genau. Vielleicht. Also es war ein Kultfilm, der, weiß ich nicht, 90er, 80er, keine Ahnung. 90er würde ich sagen. Ja, ich glaube eher 90er. Und das war halt der Spruch dort, Party on Wayne. Ja. Und das schaut auch sehr nach dem echten Shirt aus, ich weiß es nicht, aber egal, es ist einfach viel zu nahe und es ist eine Parodie auf einen Film. Und das ist einfach schlecht, das können wir uns merken. Genau. Ja, so, das war's dann wieder mit dem September quasi, also wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen etwas gezeigt haben und ihr schön brav bleibt, ja, weil eben wie gesagt, es ist das vierte Quartal und jetzt wird richtig Geld gescheffelt, für jeden von uns, hoffe ich zumindest, und da wollen wir nicht, dass eurem Account etwas passiert, also passt auf, checkt immer brav mit dem Merch Ninja die Trademarks. Und wir wünschen euch viele Verkäufe und sehen uns dann beim nächsten Podcast. Also dann, ciao. Ciao.